Das Elbland-Klinikum Riesa hat einen neuen Chefarzt. Nachdem Dr. Roland Zippel den Klinikverbund verlassen hat, übernimmt Professor Dr. Oliver Stölzing die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Riesa. Chirurg und Familienvater mit Leidenschaft und vertrete beides sozusagen zu 100%. Stehe für eine Chirurgie, die sicher sein soll, patientenorientiert sein soll und auch den aktuellen modernsten Leitlinien sprechen soll. Und dafür stehe ich ein. Professor Dr. Stölzing leitet bisher den Bereich Chirurgie am Elbland-Klinikum in Meißen. Daran wird sich auch zukünftig nichts ändern. Eine neue Strategie soll zukünftig standortübergreifend die Kompetenzen der Mediziner weiter bündeln. Natürlich gibt es erstmal einen Punkt, und das ist für den Chefarzt persönlich, er muss sich aufteilen. Er muss praktisch Präsenzzeiten, die er bisher an einem Standort zu 100% hatte, aufteilen in 50 und 50. Aber das wiederum die große Chance, dass wir dann auch vor Ort die Teams haben, die es dann in Abwesenheit auch leisten können. Und von daher wird es keine merklichen Nachteile geben, sowohl für Patienten als auch für die Häuser. Aber natürlich mit Umstellungen, die durch die Mitarbeiter, durch die Ärzte, durch die Pflege, durch alle im Grunde gestemmt werden müssen. Der neue Chefarzt steht wenige Minuten nach seiner Einführung in Riesa Sturm im OP. Der Familienvater ist Chirurg mit Leib und Seele und nach eigenen Aussagen ist das eine ideale Kombination. Für ihn ist das neue Konzept eine Chance, noch besser arbeiten zu können. Das neue Konzept soll der Patient dahingehend spüren, dass es für ihn klar ist, Patientensicherheit und medizinische Qualität sind unser Hauptinteresse, das ist in unserem Fokus. Und es soll für ihn keinen Unterschied bilden, ob er jetzt ins Elbland-Klinikum Meißen geht oder ins Elbland-Klinikum Radebeul oder Elbland-Klinikum Riesa. Er kriegt überall die gleiche hochwertige Medizin. Und unterm Strich führt das auch wieder zur Verbesserung der gesamten Qualität, wenn man einheitliche Standards hat und ein einheitliches Prozedere und nach den gleichen hochwertigen Kriterien arbeitet. Die neue Struktur in der Chirurgie der Elbland-Kliniken wird für alle Beteiligten eine Herausforderung. In Riesa sind Allgemein- und Viszeralchirurgie und die Gefäßchirurgie getrennt worden. Aus gutem Grund. Also wir haben bewusst allgemein Viszeralchirurgie und Gefäßchirurgie getrennt. Das heißt ganz klar, die Gefäßchirurgie wird es auch weiterhin geben, in wahrscheinlich noch größerer Form als bisher. Wir wollen das ausbauen, weil es für den Standort sowohl im Bereich der Kardiologie als auch in der Dialyse und so weiter wichtig ist. Aber wichtig ist, dass wir hier natürlich auch Führungen haben und da werden wir auch ein übergreifendes Modell einsetzen. Das sind wir in den nächsten Wochen noch am Festigen, auch mit Namen. Und das wird dann die Zukunft sein. Also ganz klar, hier fällt nichts weg am Standort, sondern es wird einfach noch mehr in die richtige Richtung gepusht, wie wir es bisher schon machen. Es bewegt sich also einiges am Standort Riesa. Dazu kommt, dass die Baumaßnahmen für die neuen Bereiche des Elbland-Klinikums bereits begonnen haben. Alles in allem wird sich das perspektivisch positiv für die Patienten auswirken.